Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tamara Fellner Show. Eine ganz besondere Sendung. Ich freue mich ganz besonders. Es ist der liebe Thomas Breziner bei mir zu Gast. Er wird viele Fragen beantworten über das Glücklichsein, was ihn motiviert. Und er verrät uns auch ganz exklusiv, was seine neuen Pläne sind, woran er gerade arbeitet. Also viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, auf die heutige Sendung freue ich mich ganz besonders. Ich habe den lieben Thomas Breziner bei mir. Du, ich war ganz aufgeregt, dass du kommst, aber wirklich, ich freue mich. Ich freue mich wirklich so. Danke für die Einladung. Und es ist ja, für mich persönlich ist es so, wenn ich Thomas Breziner höre oder dich irgendwie sehe, kommt bei mir so ein Wohlgefühl rauf, weil es ist einfach eine Jugenderinnerung. Also du hast eigentlich oder meine Jugend sehr geprägt. Positiv geprägt und deswegen noch mehr freue ich mich wirklich sehr, dass du da bist. Danke. Also Fan. Ja, und was noch dazu kommt, ich war jetzt länger auch in Amerika und bin erst seit nicht allzu kurzer Zeit, also seit 2 Jahren bin ich jetzt wieder da und du warst einer der Ersten, der irgendwie wieder aufgepoppt ist und ich so, den gibt's auch noch und er schreibt eben auch noch. Es hat mich dann ein bisschen, okay, jetzt Ratgeber schreibt er, was ist mit den Jugendsachen, Kindersachen. Dann aber, wie ich es mir weiter, wie ich es mir ein bisschen durchgelesen habe und dann eigentlich auch mehr darüber Gedanken gemacht, habe ich mir gedacht, wer eigentlich kann es besser und sagen, wie man glücklich ist, der so eine gute Verbindung hat mit Kindern. Mhm. Weil Kinder sind ja eigentlich, oder ich finde auf jeden Fall, die Schlüssel für uns zum Glücklichsein und von Kindern können wir uns sehr viel abschauen. Ja. Bist du wahrscheinlich, und da ist dann meine Frage auch, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt auf Ratgeber dich spezialisiert hast? Schau, das ist folgendermaßen gekommen. Ich habe im Leben das Glück gehabt, viel zu lernen. Und ich musste auch viel lernen, weil ich bin nicht immer der glücklichste Mensch. Ich bin ein Mensch, ich bin manchmal auch sehr traurig, ich kann melancholisch sein, ja. Ich kann sehr zweifeln. Und ich habe gelernt, damit besser umzugehen. Mhm. Und ich habe auch gelernt, das Glück zu schätzen, weil ich einmal festgestellt habe, in einer Zeit, wo meine Karriere so explodiert ist, ich war überhaupt nicht glücklich. Ja. Ich habe das überhaupt nicht genießen können. Ich habe eigentlich in Angst gelebt, wie das weitergehen soll und so. Und damals habe ich mir gedacht, nein, damit muss man besser umgehen können. Mhm. Und dann habe ich viel gelernt. Auf Instagram poste ich sehr, sehr viel, auch auf Facebook, aber vor allem Instagram seit 4, 5 Jahren für Erwachsene. Mhm. Und das sind eben Menschen, die sehr viele mit meinen Sendungen aufgewachsen sind oder mit meinen Büchern. Genau. Und eines Tages habe ich begonnen, einfach zu erzählen, zum Beispiel über die 4 wichtigsten Worte in meinem Leben, die mir so viel Trost und so viel Freude vermittelt haben. Und habe ich eben gepostet, wenn draußen der Presslufthammer donnert oder wenn alles schief geht, wenn ich krank bin. Aber gleichzeitig auch, wenn es mir sehr, sehr gut geht, wenn es wunderbare Sachen sind. 4 Worte gibt es und die trösten oder machen alles noch schöner. Mhm. Und so habe ich gepostet, so mit Bildern. Und dann habe ich vergessen, das fertig zu verraten, was die 4 Worte sind. Genau. Und bin in eine Besprechung gegangen. Ja, bin in eine Besprechung gegangen und komme raus und sehe, ich habe Unmengen an Nachrichten gekriegt. Ja, und was sind die 4 Worte? Du, die sind so einfach. Auch das geht vorbei. Es tröstet bei allem, was nicht so schön ist. Aber diese Worte sind so wichtig bei allem, was schön ist. Ja. Denn auch das geht vorbei. Stimmt, genießen. Jetzt, nicht übermorgen. Ja. Und dann habe ich darüber erzählt und dann kamen immer mehr Fragen. Und so hat dann der erste Ratgeber begonnen, der heißt Tu es einfach und glaub daran. Okay. Und das ist der erfolgreichste Ratgeber im Jahr 2018 in Österreich geworden. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Naja, und es gibt viel zu erzählen und so habe ich dann immer weiter geschrieben. Für Kinder schreibe ich nach wie vor jede Menge Bücher. Ja, ja, das liebe ich. Das ist das sehr Neueste, schön, die schön. Bibel in Reimen, die aber nicht nur für Kinder ist, sondern vor allem auch für Erwachsene. Ja. Die lesen, viele Erwachsene, die sagen, ich wollte immer die Bibel lesen, ja. Aber jetzt habe ich eine Möglichkeit dazu. Ja.
Und ja, das ist für alle Altersgruppen. Ja, es ist wirklich sehr schön. Ich habe es mir durchgeschaut, also wirklich sehr schön. Und mir gefallen auch die kleinen Stellen, wie zum Beispiel, hat mich Gott lieb? Das sind so Fragen, weil wenn ich habe eine kleine Tochter und wenn ich mit dir solche Sachen lese, sie fragt, dann hinterfragt dann Sachen, die du gar nicht denkst. Und das ist wirklich, also wirklich sehr schön. Danke, aber das, was du sagst, eben, weißt du, das war mir so ein Anliegen, diese Fragen von Kindern, die auftauchen. Und im Endeffekt stellen sich die Erwachsenen doch genauso. Genau, ja, stimmt. Ja. Und stimmt darauf Antworten zu geben, das war so wichtig. Ja. Sehr gut. Also, die habe ich natürlich von Experten gekriegt, die kann ich gar nicht sehen. Das hast du ja mit dem Toni Faber gemeinsam gemacht. Mit dem Toni Faber und mit drei Religionspädagoginnen und Pädagogen, wirkliche Fachleute. Ja, das war ganz wichtig und in dem Dialog habe ich auch selber so viel gelernt, was mich so bestärkt hat und was mir so nützlich ist. Ja. Und das habe ich dann in Versen erzählt. Sehr schön. Bist du selbst auch jemand, der dann die Bibel liest, sehr gläubig? Oder? Ich habe natürlich gemerkt, wie ich mich an diese Arbeit gemacht habe, wie bruchstückhaft mein Wissen ist. Und diese Auseinandersetzung dann wirklich mit diesem ganzen Bogen durch die Bibel. Und mir war es wichtig, weißt du, vor allem das Liebende, das Tröstende, das Stärkende, das Begleitende herauszuheben. Das hat mir und wahrscheinlich ganz besonders jetzt überhaupt sehr, sehr gut getan. Ich lese in meinem eigenen Buch. Mhm. Ja, ich gebe es gerne zu. Sehr schön. Und es ist, weißt du, es geht hier um die Grundlagen des Christentums, um die Grundlagen der christlichen Lehre. Kirchen gibt es eben viele, die darauf aufbauen, aber das ist die Grundlage. Ja. Und ganz egal, welcher Kirche man angehört oder auch wenn man keiner angehört, ich finde, man kann in der Bibel so viel Hilfreiches finden. Das stimmt, ja. Viele verwenden sie auch für Trost oder Hilfesuchen in der Bibel. Ja, sehr schön, na, schön, dass du es so aufgearbeitet hast, wirklich schön. Das würde mich aber jetzt auch zu der nächsten Frage bringen. Wir sind in einer nicht allzu rosigen Zeit. Es wird zwar jetzt wieder angeblich aufgesperrt oder zum Teil, doch viele Menschen, ihr Leben steht in Trümmern, würde ich sagen. Was würdest du jetzt ihnen raten? Wie können sie wieder irgendwo Glück finden? Wie, ja, was können die machen? Der erste Schritt irgendwie so wieder? Schau, der erste Schritt, glaube ich, ist der schwierigste und der herausforderndste und das ist das einmal akzeptieren. Akzeptieren, wo man steht. Und das ist für viele im Moment erschreckend. Das ist für viele Menschen bedrohlich, wie die Zukunft werden wird. In vieler, vieler Hinsicht. Und das macht Angst, das tut weh, das enttäuscht. Man fühlt sich minderwertig. Mhm. Manchmal natürlich auch. Alles. So. Das vielleicht etwas sehr Wichtiges, was ich gelernt habe, ist, wenn man sich dagegen wehrt, wenn man sagt, man will es nicht wahrhaben oder es soll nicht so sein oder so, es hilft nichts. Es ist, wie es ist. Das anzuerkennen ist wirklich schwer und ist schmerzhaft, das muss man sagen, aber es ist das Wichtigste. Ja. Denn wenn man einmal ganz genau weiß, was es ist, kann man auch dann schauen, und was kann ich tun? Wenn man etwas tut, fühlt man sich besser. Ja. Und dann gibt es noch etwas, und das ist die Dankbarkeit. Weißt du, in jeder Situation des Lebens überlegen, das Leben so durchgehen, was sind die Sachen, für die ich jetzt dankbar bin? Und wenn sie noch so klein erscheinen, es ist egal. Sich vor Augen führen und so richtig tief spüren, ich bin so dankbar dafür. Vom Herzen aus spüren. Das hilft. Nicht, ich werde glücklich sein, wenn das und das passiert. Bei jedem, in jedem Leben gibt es Dinge jetzt, für die wir dankbar sein können. Und diese Dankbarkeit zu spüren, ist aus meiner Sicht eine wichtige Grundlage für ein Glücksgefühl. Das stimmt, ja. Mir hat auch sehr gut gefallen, ich habe irgendwo in einem Interview so gesehen, dass du als Ratgeber auch gesagt hast, man sollte sich vielleicht das Alphabet runterschreiben und dann zu jedem Buchstaben etwas finden, was einen glücklich macht. Ja. Und das ist wirklich ein sehr guter, ich habe es dann auch gleich gemacht, es ist wirklich, man hat so viele Sachen, die einen glücklich machen, die man dann oft vergisst, weil man so in dieser Bubble drinnen ist, es ist alles gerade so schlecht und man muss sich an irgendwas Positivem festhalten und eigentlich, jeder hat irgendwie was. Man muss es erkennen. Ja, genau. Man muss es sehen. Und das sind Tricks. Dieses Freude, Alphabet der Freude, ABC Dings und dann jede Kleinigkeit, ganz egal, groß, klein, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, egal. Ja. Aufschreiben, was hat mich glücklich gemacht, was macht mich im Augenblick glücklich. Finde ich sehr gut. Aber jetzt eine kniffligere Frage. Wie machen wir das mit Kindern? Wie erkläre ich jetzt zum Beispiel einem 9-Jährigen, 10-Jährigen, weil dem sagen so, es ist so, die Situation ist ein bisschen schwierig. Wie würdest du das? Was würdest du mir jetzt raten, wenn ich sage, wie soll ich meinem Kind das jetzt erklären? Der ist auch irgendwie so in dieser Frustrationsbubble gelandet. Mhm. Aus meiner Sicht ist es das Wichtigste, einmal ganz genau hinzuhören, was das Kind bewegt.
Das ist nämlich sehr individuell. Mhm. Also, was bewegt dich? Kinder nicht sofort mit Erklärungen oder mit sonst irgendwelchen Dingen überfordern, überfrachten, sondern einfach hinhören. Was bewegt dich? Also, was ist es? Und ja, nie drauf sagen, aber ist ja nicht so schlimm oder ist ja nicht so etwas, sondern immer eine Frage danach stellen, wieso findest du das so? Was glaubst du? Was wünschst du dir jetzt? Die W-Fragen sind die, die hilfreich sind. Kein Bewerten, sondern einfach nur immer W-Fragen weiterstellen. So, und dann beginnt das Kind zu reden und zu reden und zu reden. Und als Erwachsener, als Elternteil kriegt man dann ein besseres Bild, was ist es jetzt wirklich, was das Kind bewegt. Ich finde, dass man wirklich zur eigenen Betroffenheit stehen kann, aber auch sagen kann, du und wir werden das schaffen. Das haben Menschen auch vor uns schwierige Situationen geschafft. Wir sind jetzt alle da in einer ganz, ganz schwierigen. Wir werden das schaffen. Was können wir jetzt machen? Weißt du, was können wir auch gemeinsam für uns machen? Genau. Und so weiter. Aber dieses Hinhören und immer wieder nachfragen, das halte ich für so wichtig. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Finde ich gut. Wir machen eine kleine Pause und kommen dann gleich wieder zurück. Und wir sind wieder zurück und mein lieber Gast Thomas Brezina ist hier und ich werde ihm weiter ein paar Fragen stellen. Wir haben ja auch auf Social Media ein Posting rausgegeben und Zuschauer gefragt, was würden sie dich gerne fragen? Ja. Und eine Frage war, erstens mal, wie trennst du jetzt Arbeit und Freizeit, weil du arbeitest ja eben viel zu Hause, schreibst deine Bücher und wie würde das irgendwie ein Tipp für Leute, die jetzt Homeoffice machen, das ja ein großes Thema war, ist und uns sicher noch länger begleiten wird. Wie findet man die richtige Balance? Also bei mir teilt es sich auf in Schreiben oder Ausdenken oder also wirklich am Schreibtisch sitzen und arbeiten und Ausgleich, Entspannung. Und das ist für mich sehr viel Bewegung, nicht Supersport, sondern Bewegung. Und ich kann das erklären. Schau, meinen Kopf kann ich nicht abschalten. Der rennt immer weiter und weiter. Aber es gibt einen Unterschied. Zu sitzen, zu schreiben, muss ich mich konzentrieren, so wie im Homeoffice. Das ist Konzentration, Konzentration. Und jetzt, ich habe früher oft 7 Tage gearbeitet. Das schafft man eine Zeit im Leben. Jetzt schaffe ich es so nicht mehr. Also ich würde es gerne machen, weil ich halt so diesen Schaffensdrang habe. Es geht nicht. Deswegen nehme ich mir mindestens 1 Tag in der Woche und wenn es geht, 2 Tage in der Woche so frei, dass ich nicht am Schreibtisch sitze. Ich verkneife es mir aber auch nicht. Das heißt, wenn jetzt plötzlich was kommt, wo ich das, dann sitze ich eine Stunde. Aber sonst sage ich, habe ich ein Programm. Und das lautet ganz einfach, was tut mir gut, um ein Gegengewicht zu kriegen? Für mich ist es gehen, 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 gehen. Schnell gehen. Ich habe einen Hund und mit dem schnell gehen ist, macht ihm Spaß, macht mir Spaß und vor allem in die Natur hinaus. Ja. Wald, ich liebe den Wald. Oh, so, gehen. Und jetzt kann man beobachten, wie es grün wird. Weißt du, das ist im Winter war alles kalt, jetzt kahl, jetzt wird es grün. Es ist so schön. Ja, das ist das Wichtigste. Für mich ist Entspannung da zu sitzen und vor mich hinzuschauen. Ich habe zum Glück einen Garten, das ist ein großes Geschenk. Zu sitzen, nichts tun, das erlaube ich mir auch. Ich schaue gerne Serien auch oder so etwas. Ich meine, es gibt diese Bezeichnung Work-Life-Balance. Und im Erfolgsbuch, Erfolg ist, wenn du es trotzdem schaffst, da erzähle ich drüber, dieses Work-Life-Balance halte ich für ein würde ich eher sehr vorsichtig anschauen, weil das heißt nämlich, Arbeit ist nicht Leben. Arbeit ist ein Teil unseres Lebens. Und wenn wir es uns anschauen, sind das 8 Stunden am Tag für die meisten. Also das ist viel, das ist ein Drittel der meisten Tage. Und deswegen sage ich, es geht um Anspannung und Entspannung. Aber wenn das nicht so positiv, negativ belegt wird, dann finde ich das schon einmal entspannender und hilfreicher. Und Arbeit ist anstrengend. Ja. Was kann ein Gegengewicht sein? Also so ist, gut. Ist meine und Gewichtung. Und wie behandelst du das, das Thema Handy, Telefon? Bist du auch, machst du dann wirklich auch, wenn du sagst, jetzt entspanne ich, ich schalte es wirklich ab? Oder bist du auch jemand, der halt es gar nicht weglegen kann? Wie sind da deine Regeln? Ich glaube, das ist sicher auch, was sich viele... Wir sind ja so süchtig nach diesem Ding. Okay, die Sucht, die du jetzt ansprichst. Mir hat jemand etwas gesagt und das hat mir sehr geholfen. Kannst du ohne Handy dich beschäftigen, gedanklich, fühlst du dich trotzdem wohl, schaffst du das ja oder nein? Und da habe ich dann gesagt, Moment, es ist immer so ein schnelles Ablenken, zack, 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 zack. Und das habe ich mir abgewöhnt.
Gleichzeitig, schau, ich poste sehr viel. Das heißt, ich fotografiere sehr gerne sehr viel. Dann muss ich das gestalten, ich will ja Geschichten erzählen, also vor allem auf Instagram. Und deswegen habe ich es schon. Aber dieses, okay, jetzt sitze ich kurz und jetzt muss ich sofort zum Handy greifen und mir irgendwas anschauen, irgendwelche Dings, Nachrichten oder sonst irgendwas, nur um wieder genau. Das verkneife ich mir. Nicht verkneifen, so da habe ich mir dann gedacht, nein, das will ich nicht mehr. Ja. Aber natürlich schaue ich drauf, natürlich schaue ich mir Sachen an. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Balance. Aber sich das wegzulegen und dann zu sagen, aber ich will, das bringt es ja auch nicht. Ja. Ich glaube, da geht es, das ist etwas sehr Persönliches. Und manchmal, glaube ich, ist das auch so ein, weißt du, so ein Gewöhnungsprozess. Sag ich, okay, ich lerne jetzt, mich anders auch zu beschäftigen. Stimmt, ja, sehr gut. Eine Frage, die jetzt auch dann da gleich passt, ist, wie motiviert man Erwachsene, aber ich würde auch sagen Kinder, Bücher wieder wirklich zu lesen und sich nicht nur 2-Minuten-Berichte im Netz anzusehen? Bücher wird jeder nur dann lesen, wenn er etwas drinnen findet, das der Mensch interessant findet. Ganz einfach. Bei Kindern sage ich, bitte, geht mit ihnen in die Bücherei oder in die Buchhandlung. Lasst sie dort aussuchen und nicht sofort beginnen. Aber das ist nichts für dich und das ist nicht und das ist nicht und das nicht. Ja. Besser ein Kind hat ein Buch, das es wirklich will, auch wenn es das noch nicht ganz lesen kann, auch wenn man vorlesen muss und vielleicht als Eltern sogar vereinfachen manchmal muss. Ja. Oder es ist ein Buch, wo man sagt, da bist du doch schon viel zu groß dafür. Ja. Es ist egal. Es ist ein Buch und es muss dem Kind gefallen. Das ist einmal das Erste. Jetzt breche ich aber eine Lanze dafür, dass ich sage, bei Büchern ist es auch so, Vorlesen ist das Wichtigste, das es auf der Welt gibt. Vorlesen bedeutet, eine Verbindung zu einer Geschichte und auch zu Büchern zu bekommen. Also jeder Mensch, der seinem Kind viel vorliest, tut ihm etwas Gutes. Wird aus jedem dieser Kinder eine super Leserin oder ein super Leser? Nein. Bitte. Nicht zu hohe Erwartungen. Ja. Aber die Chance, dass jemand dann lieber zu Büchern greift, die ist wesentlich höher. Und je früher vorlesen, desto besser. Wir wissen heute, dass wenn Kinder, je früher sie mit Dingen in Kontakt kommen, desto schneller nehmen sie das auf eine Art und Weise auf, dass sie es ganz selbstverständlich später machen. Das stimmt. Und Erwachsene genauso. Du musst Gefallen finden an der Sache. Und ich muss auch etwas sagen, die Technik des Lesens ist das Wichtigste. Lesen können, Text erfassen. Wenn jemand auf Wikipedia von einer Sache zur anderen surft und das liest, auch das bitte ist Lesen. Stimmt. Ja. Stimmt, sollten wir eigentlich auch sehen, ja? dann die nächste Frage ist, was tun Sie, um Schreibblockaden zu lösen? Aus meiner Erfahrung sind Schreibblockaden zu 90%, dass ich zu müde bin oder dass ich mir einbilde oder dass ich mich quäle mit dem Gedanken, ich kann das nicht. Das gibt's bei dir? Ja, natürlich. Das gibt's nach wie vor. Und das haben so viele Schriftsteller. Ich habe so viele Biografien gelesen, mit Leuten geredet. Jeder Mensch, der gerne was macht, tut, hat immer wieder Zweifel, ob er es überhaupt tun kann. Ja. Und das ist gut, weil dadurch wird man besser. Weil damit hinterfragt man sich. Es ist unangenehm. Das mag ich nicht. Also Schreibblockaden, dieses Gefühl, ich kann das nicht und so weiter, das überkommt auch mich. Ich habe eine Technik, ich habe ein paar Tricks. Erstens einmal, oft hilft es, drauf loszuschreiben und zu sagen, ich kann sie am Abend löschen. Nummer eins. Nummer zwei, ich höre am Abend auf, wenn ich noch etliches zu schreiben hätte und notiere mir die Ideen und ich höre immer mitten im Satz auf. Weil am nächsten Tag ist es dann viel einfacher anzufangen, dann habe ich die Ideen und dann beginnt das ganze Innere wieder zu laufen. Und sonst ausruhen. Es gibt einen Moment, wenn man 2 Stunden gesessen ist und es geht gar nichts und man wird schon panisch, aufstehen, gehen und sagen, nein, ich quäle mich jetzt nicht noch. Spazieren gehen oder immer was tun, was ablenkt. Sich nicht zwingen, Aber dann ist auch die andere Frage, was ist, wenn du mal keine Lust hast auf Schreiben? Wie motivierst du dich? Oder gibt es das überhaupt bei dir? Naja, es ist schon, weißt du, nein, es gibt schon Momente, wo ich auch, es gibt, wie soll ich sagen, manchmal ist es so, dass der Anfang sehr schön ist und dann muss man aber halt sehr, sehr viel machen und sehr viel schreiben, dann ist es mal auch nicht so. Indem ich mir vorstelle, was es insgesamt werden soll. Indem ich mir vorstelle, welches schöne Gefühl ich haben werde, wenn ich fertig bin, einmal damit. Das sind Dinge, die mir helfen. Ja. Wie wird das sein, wie wird sich das anfühlen, wenn ich fertig bin? Und das ist so etwas, das unterstützt. Das rate ich auch immer allen, die an Diplomarbeiten sitzen, an Hausarbeiten sitzen oder für die Schule an größeren Sachen sitzen. Dass ich sage, der Anfang, man glaubt, das wird man nie schaffen. Das ist wie ein großes Treppenhaus. Ja. Nur dann geht man Stufe rauf. Und das, was hilft, ist einfach sich vorzustellen, ja,
wenn ich es geschafft habe, werde ich mich so und so fühlen. Dann rufe ich diejenige an oder denjenigen an oder was auch immer. Dann belohne ich mich. Mhm, Belohnung ist ein gutes Wort. Wie belohnst du dich? Ganz unterschiedlich. Ich belohne mich manchmal mit so etwas wie Eis oder so etwas. Ja, es geht auch. Ein gutes Glas Wein trinke ich sehr, sehr gerne. Manchmal sind es irgendwo, wenn ich ein größeres Projekt geschafft habe, kaufe ich mir etwas. Das muss nichts Großes sein. Irgendetwas, das mir halt dann Spaß macht. Ja. Und solche Dinge sind es. Also gar nicht, keine Risiken. Mhm. Untertags sind das so Kleinigkeiten. Ja? Erst dann, wenn ich das habe, dann mache ich das, also kriege ich das. Schön. Belohnung ist gut. Ist, glaube ich, bei allem im Leben einfach, dass man sich selber kleine Ziele, kleine Belohnungen steckt, für was man so geleistet hat. Und wir leisten ja doch alle sehr viel täglich. Jeder. Das muss man sich bewusst machen. Ja. Da die Frage generell. Wie definieren Sie Glück? Was ist für dich Glück? Schau, für mich persönlich ist es, im Einklang zu sein mit mir selbst und mit den Menschen rund um mich und das tun zu können, was mich erfüllt. Das ist meine Definition von Glück. In 7,7 Geheimnisse des Glücks in diesem Buch beschreibe ich aber, dass es ganz wichtig ist zu erkennen und herauszufinden, was bedeutet für dich Glück. Das ist so individuell. Und wenn das Glück jetzt immer nur ist, ich werde glücklich sein, wenn das und das passiert, ist das der größte Unglücksfaktor. Denn zuerst muss man mal schauen, was macht mich jetzt im Augenblick glücklich. Dann sind wir wieder bei der Dankbarkeit. Wenn man davon ausgeht, findet man viel mehr, was es ist. Ich sage immer, vorstellen, es kommt die gute Fee oder ein Feerich oder wer auch immer. Ich sage immer auf dem Handy oder so und sagt, du hast jetzt 66 Sekunden Zeit, sag mir drei Wünsche, die dich nachhaltig 3 Jahre lang glücklich machen. Ja. Also nicht irgendwas Kleines, sondern 3 Sachen, die dich 3 Jahre glücklich machen. Das ist gar nicht so einfach zu finden. Ja, das. Aber sich darüber bewusst zu werden, dann weiß ich, was mich glücklich macht. Für mich ist es wirklich der Einklang mit Menschen, der ist mir sehr, sehr wichtig, aber mit mir auch. Und wenn ich das tun kann, was mich eben erfüllt und gesund bin. Genau, das ist das Wichtigste. Noch eine abschließende Frage. Arbeitest du an irgendwas jetzt gerade, das du uns verraten kannst, möchtest, willst? Ja, ich arbeite an 2 Sachen. Ich arbeite an einem Kinderroman, den mache ich gerade fertig. Der kommt im Herbst. Der ist sehr, sehr lustig und etwas ganz was anderes, als ich sonst geschrieben habe. Und du hast gefragt, wie man Kinder zum Lesen bringt. Das wird ein Buch, das wird von der Gestaltung so sein, dass es relativ dick ist, aber schnell zu lesen ist. Und ich glaube, für Eltern, also für Kinder, aber genauso für Eltern zum Vorlesen, das wird lustig, aber auch, das sind 3 Kinder, die eine tolle Zeit durchmachen und viel über sich selber erfahren. Also das ist auch gerade jetzt sehr wichtig. Und für Erwachsene bringe ich einen neuen Krimi heraus. Und ich kann nur so viel verraten. Es werden alle sehr, sehr staunen, wer in diesem Krimi ermittelt. Es würde keiner erraten. Okay, freue mich schon. Also wir können alle gespannt sein. Ich möchte noch allen dieses Buch besonders ans Herz legen. Die Bibel, die Thomas Breziner geschrieben hat, für Kinder, aber auch für Erwachsene, ist wirklich lesenswert. Besorgen und den Kindern, mit den Kindern ein bisschen durchgehen. Ich bin sicher dran, das zu machen mit meiner Tochter. Ich würde es euch allen auch ans Herz legen. Danke fürs Zuschauen.